Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Yo Leute, was geht? Heute habe ich mal drei Paintjobs mit Perleffekt für euch. Aber bevor es losgeht, nur nochmal ganz, ganz kurz, dass ihr es auch wisst. Ich habe zurzeit auf meinem Kanal ein Unlock All und Modded Account Gewinnspiel. Dafür müsst ihr nur ein Like da lassen, den Kanal abonnieren, in die Kommentare schreiben, Hashtag Team Piero und warum ihr gewinnen wollt. Dann will ich noch mir auf Instagram folgen und meine Bilder liken. Der Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Let's go! Der erste Paintjob nennt sich Nachtblau und dafür wählt ihr jetzt einfach bei der primären Farbe die Metallic-Farbe Blau aus. Ja, wenn ihr das getan habt, geht ihr noch auf einen Perleffekt und wählt den Perleffekt heißes Pink aus. Wenn ihr jetzt noch eine Second der Farbe habt, dann wählt ihr auch die Farbe Blau aus. Und meiner Meinung nach ist das wirklich ein sehr, sehr geiler Paintjob. Und ich finde einfach, der passt auch richtig gut zum T20. Das heißt, wenn ihr noch einen richtig geilen Paintjob für den T20 braucht, habe ich hier einen richtig geilen Paintjob. Ihr könnt auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben und auch eure eigenen Paintjobs in die Kommentare schreiben. Der zweite Paintjob nennt sich Chameleon Gelb und dafür wählt ihr jetzt bei der Primärfarbe Metallic Mitternachtsblau aus. Wenn ihr es getan habt, dann geht ihr jetzt einfach noch auf einen Perleffekt und wählt beim Perleffekt die Farbe Renngelb aus. Im Hintergrund habe ich jetzt einfach wahrscheinlich eine halbe Stunde nach der Farbe Renngelb gesucht, aber ich habe sie im Endeffekt dann auch gefunden. Ja, gehen wir jetzt einfach mal weiter und wenn ihr den Renngelb Perleffekt drauf habt, ja, dann wählt ihr noch eure Second der Farbe aus, da natürlich wieder Mitternachtsblau und wenn ihr das ausgewählt habt, geht ihr noch auf eine Bodenbeleuchtung und wählt dann die Farbe Goldene Dusche aus. Und ich muss sagen, der Paintjob ist einfach ein richtig heftiger Paintjob, womit ihr wahrscheinlich alle Tuning Battles gegen eure Freunde gewinnt, weil ich finde einfach, das sieht so heftig aus mit diesem Mitternachtsblau, das einfach so schwarz wirkt und dann noch diesem Gelb. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Wir machen aber weiter mit dem dritten und letzten Paintjob. Der dritte Paintjob nennt sich unter Wasserblau und dafür wählt ihr bei der Primärfarbe jetzt Metallic Schwarz aus. Wenn ihr das getan habt, dann werdet ihr euch noch einfach einen Perleffekt draufpacken und zwar werdet ihr euch den Perleffekt Ultra Blau draufpacken. Wenn ihr das alles getan habt, natürlich noch die Second der Farbe. Bei der Second der Farbe nehmt ihr halt einfach wieder Schwarz und dann nehmt ihr noch eine Bodenbeleuchtung. Bei der Bodenbeleuchtung nehmt ihr einfach die Farbe Schwarzlicht. Und ich muss sagen, Leute, ganz einfach, das ist auch wieder ein richtig, richtig heftig geiler Paintjob. Mir gefällt der richtig gut. Und ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Welcher Paintjob hat euch am besten gefallen? Einfach Hashtag und die Zahl, welcher Paintjob euch am besten gefallen hat. 1, 2 oder 3. Und dann natürlich wieder könnt ihr auch gerne eure Paintjobs in die Kommentare schreiben. Und vielleicht ist euer Paintjob dann beim nächsten Video dabei. So, ich würde jetzt auch sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut da rein. Ich bin raus und ciao.